Leute, da sind wir wieder zurück und wir haben einen komplett neuen Skin im Itemshop. Ich zeige ihn euch gleich mal. Ihr wisst, wir drehen jetzt erstmal das kostenlose Glücksrad, um zu gucken, ob wir heute meine Haare fixen können. Aber wir gucken, ob wir auch einen Special Skin kriegen. Als ob! Als ob! Was? Das ist so eine Verarsche, das Game. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht fassen, Freunde, Mann. Wir waren kurz vor dem Skin. Das ist so eine Verarsche. Wir sind schon so lange dabei bei dem kostenlosen Glücksrad. Aber hier ist der neue Skin. Und zwar Schimmerbundle. Das Ganze kostet tatsächlich 10 Euro und ist 300% mehr. Also kriegen wir für 10 Euro als sonst. Was ganz cool ist. Und wir kriegen nochmal 3000 Juwelen, den Skin selber. Und hier dieses Reifen-Emote. Wir gehen rein, holen uns das Ganze mal kurz. Okidoki, Leute, wir haben ihn gekauft, der ist einfach nur Schimmer und Flaming Tire Emote. Bro, ich sag euch ehrlich, diese Emotes an sich selber bringen eigentlich gar nichts. Diese, ja, Bro, wer will so Sticker zeigen? Ich will geisteskrasse Emotes hier haben und nicht so ganz normale Sticker. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit dem neuen Skin in eine Runde rein. Ist nämlich legendär, Leute, dann bewerten wir den und gucken, wie wir gleich mal rasieren werden. So, hier ist er, Leute, Schimmer. Oha, kann man Farbe ändern? Das finde ich jetzt nicht cool, dass man die Farbe nicht ändern kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Fußabdrücke mit. Und dann spielen wir hier Legendary Block Dash. Da ist jetzt auch schon der neue Skin, Leute. Uiuiuiui, der sieht aber echt böse aus, muss ich sagen, ne? Der gute Jerry ist das, Freunde. Der gehört nicht zur Streusel-Gang. Weil solche bösen Mitglieder wollen wir nicht. Ihr wisst, Streuselgang-Ruf ist auf jeden Fall am Start. Ey, der sieht gut aus. Was man aber sagen muss, Leute, für einen Zehner schon habe ich 10 Euro für den Skin. Klar, in Fortnite kostet den Skin jetzt auch mal weniger, mal mehr. Aber für 10 Euro ist das schon teuer. Ich finde, 5 Euro hätten es auch getan bei dem Skin, wenn ich ehrlich bin. Ist halt exklusiv jetzt, ne, der Skin. Ist halt voll der exklusive Skin, weil halt niemand den Skin hat, außer man kauft sich halt wirklich dieses Paket. Und rein vom ersten Blick gefällt er mir jetzt erstmal. Okay, Leute, zweite Runde. Also ich hätte es cooler gefunden, wenn wir jetzt so einen farbenfrohen Skin hätten. Also jetzt nicht so einen dunklen Skin. Aber ich bin, ja, ich sag mal so generell froh, dass wir überhaupt einen Skin bekommen haben. So einen exklusiven Skin. Aber ja, ich finde halt 5 Euro hätten es auch getan. Ne? 10 Euro finde ich ein bisschen viel. Ich meine, wen jucken diese Juwelen? Und was ich in Stumblegeist auch richtig unnötig finde, no jokes in diese Sticker, Leute. Also ich finde Sticker in den Angeboten, finde ich totaler Schwachsinn, weil es bringt halt einfach rein gar nichts. So, wer will denn den Sticker zeigen? So, weißt du, wie ich meine? Also ich sehe ganz wenige Leute, die mal einen Sticker in Stumblegeist einsetzen. Das ist nur meine Meinung. Ich finde so, Sticker kann man drin lassen, von mir aus gerne. Aber wenn, dann wäre es halt nice, wenn man bei den Bundles keine Sticker oder so hätte. Weil dann wären die Bundles auch... Alter! So, jetzt spielen wir hier auf jeden Fall mal Legendary Block Dash. Habt ihr den Typen gerade gesehen, wie wir rausgeflogen sind? Junge, alter Schwede, Mann. So ein kleiner Kauz, wirklich, Leute. Wir bewerten jetzt mal den Skin. Und ich würde dem Skin jetzt, ja, ich würde sagen, ne, 8,5, Leute, oder? Was meint ihr zu dem Skin? 8,5, besser, schlechter, ist jetzt nicht der Beste, ist okay. Warum nicht, kann man mal machen. Aber 10er finde ich ein bisschen zu viel. So, bald haben wir ja das neue Emote in Stumblegeist und zwar das Volleyball-Emote, Leute. Dazu werde ich bestimmt auch noch ein Video natürlich machen, wenn es in der offiziellen Version draußen ist. Und wer will hier gegen Jerry ankämpfen, hä? Wer hat Bock, gegen Jerry hier anzukämpfen? Wir werden Legendary Block Dash jetzt sowas von gewinnen. Ich sag auf Anzeige, wir gewinnen Legendary Block Dash jetzt, okay? Lol, der Typ ist weg. Und er hat sogar den Boltskin gehabt. Guck mal, ich zünde jetzt ein paar Raketen hier. Der Emote ist so nice. Sag euch, wie es ist. Oh, der ist aber risikohaft, der. Der Skelett, Junge. Jerry! Mach keinen Kack, Jerry. Wir müssen jetzt ins Finale auf jeden Fall kommen und die Runde gewinnen. 11 Stück sind schon mal weg. Warte mal, vielleicht kann ich den... Ah, bisschen zu schwach geschlagen, ne? Der Jerry hat noch nicht so eine richtige Faust dahinter. Der hat doch keine Kraft. So, jetzt geht's los. Oh, ja, super. Wen können wir weghauen, Junge? Ich muss euch einfach wegbatchen jetzt. 0 von 8 sind draußen. Was soll das? Jerry, es wird Zeit, die einen oder anderen wegzuhauen jetzt. Ah, war zu schwach, Jerry. Leute, habt ihr schon die Meerjungfrau freigeschaltet? Bruder, also man braucht ja... Wie viele Punkte? 8000 für die Meerjungfrau? Die wollen, dass ich Stumblegeist 24/7 einfach zock.
8000 Punkte für die Meerjungfrau, ne? Das ist übertrieben krank. Sag euch, wie es ist. Oha, ich hatte gerade einfach Aimbot. Habt ihr gesehen, von welcher Entfernung ich den Typen noch getroffen habe mit der Faust? Ah, das war jetzt gerade wild. Nur Spaß. Junge, das sind wieder alles richtige Pros, Junge. Das Ding ist, die haben nicht mit mir gerechnet. Wir sind noch mehr Pros als die. Junge, zwei Stück sind rausgeflogen, ne? Und jetzt, Bro. Oh, pass auf! Oh, wir haben uns anders gerettet. Okay, ganz ruhig. Nein, das war nicht gut. Ja, Jerry! Finale! Junge, Junge, war das knapp. Sagt mal ehrlich, ich hatte gerade wirklich Schwitzen, dass wir rausfliegen, ne? Aber Finale ist da. Wir werden gewinnen. Ich sage euch, wie es ist. Wir müssen diesen Typen weghauen. Diesen Sensei Firefister. Der ist gut. Den habe ich schon ein bisschen beobachtet. Der hat es ein bisschen drauf, tatsächlich. Guck, der da links hier. Der mit den Super Saiyajin. Zwei Stück sind rausgeflogen. Ja, wahrscheinlich denken die sich, ja, lohnt sich nicht, bis Finale zu spielen. Natürlich lohnt sich das, weil ihr 200 Punkte mitnimmt, Mann. Ja, die haben auch gesehen, Leute, dass Jerry drin ist hier. Und wenn die Leute Jerry sehen, dann haben die Schiss. Im Arm die. Oh. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Freunde, wir sind leider am Ende rausgeflogen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich kann jetzt nochmal hier einmal das kostenlose Glücksdrehrad drehen. Und das Paket haben wir uns ja gerade schon gekauft. Wir drehen jetzt nochmal das kostenlose Glücksdrehrad. Und ja, ihr wisst ja, wir haben noch immer nicht einen Bolt oder den Diamantendämon oder sonstiges gezogen. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Zwei Special Skins sind schon mal weg. Und dahinter kommt natürlich gar nichts mehr. 10 Juwelen. Jawohl. Okay, Leute, wir sind jetzt nochmal auf der Map. Jetzt wollen wir es den Leuten hier zeigen mit unserem Einhorn hier. Jetzt zeige ich denen mal hier, wer das kennt. Oh, guck mal, da ist ein anderes Einhorn. Da kann man das so ein bisschen vergleichen. Gebt euch mal. Oh, das ist eigentlich genau das. Ey, das ist genau dasselbe Einhorn. Nur halt in dunkel. Lol. Das ist auch genau die gleiche Silhouette, ne? Da hat sich rein gar nichts verändert, tatsächlich. Also, sie haben wirklich die Silhouette 1 zu 1 übernommen. Und haben dann einfach nur die Farbe geändert. Boah, Digga, aber wie viele Fische hier teilweise kommen, ne? Das ist schon krass. Oh, wir sind fast runtergefallen. Und der ist weg. Sorry, tut mir leid. So, die zweite Runde ist jetzt am Start. Das Ding ist, dieser Captain Gold hat mich richtig aufgeregt. Den habe ich ein bisschen im Visier. Den müssen wir unboxen. Auf den habe ich es jetzt. Guck, habt ihr gesehen? Der boxt die anderen Leute übertrieben krass um. Oh, da hatten wir Glück gerade. Dann geht der halt runter. Tut mir leid, Bro. Ich wollte nicht dich treffen. Sorry, my homie. Und der Frozen Valkyrie ist weg. Jetzt sind wir im Finale tatsächlich. Wir sind ready. Ab geht's ins Finale. So, guck dir den an. Ja, 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 mein Freund. Hau bloß ab. Du musst gleich schon sehen, Bro. Nein, aber vier sind schon weg. Junge, wie schnell ging das gerade? Oh, der Schiri wäre fast weg, Junge. LOL, wie hat der Typ den umgeholzt? Wild, habt ihr gesehen? So schlecht. Er hat mich hops genommen. Du bist besser als ich, du hast mich hops genommen. Ich bin raus, ciao, ciao.